Yoga-Block kennt fast jeder, ne? Von euch. Und zwar geht es durch den Yoga-Block, dass man einfach ein bisschen höher ist als normal. Also erstmal geht ihr einfach nur hoch und streckt das hintere Bein mal so ein bisschen ab. Ruhig ein bisschen abdrücken. Und den Fuß hinten lang machen. Und wir wechseln das Bein. Und das Bein bitte hinten lang lassen, also nicht so anwinkeln, sondern schön lang lassen. Richtig schön Impulse setzen, dass ihr hier oben aus dem Po raus euch richtig schön stabilisiert. Abdrücken, dann müsst ihr nämlich hier vorne gegenstemmen, damit ihr nicht vorne überfallt. Okay. Jetzt müsst ihr euren Fuß mal andersrum aufsetzen und ihr schiebt euren Fuß mal nach hinten weg, also von der Länge her, ne? Also ist ein bisschen ungewohnt, haben wir noch nie gemacht, dass den Fuß andersrum, also die Fußspitze ist unten, ihr schiebt nach hinten. Ihr merkt gleich, die Intensität wird sofort eine andere, weil ihr ja höher seid, hier oben im Beckenbereich. Bein wechseln. Merkt ihr den Unterschied? Also ja, dürft ihr auf dem Video ruhig sagen, ne? Okay, anderes Bein. Und schön Gleichgewicht halten. Wenn ihr das auf dem Boden macht, da könnt ihr mit dem Fuß besser rutschen. Als wenn ihr auf der Matte mit Handtuch, könnt ihr gar nicht richtig rutschen. Und je tiefer ihr geht, wenn euer Knie das zulässt, desto höher wird die Intensität. Genau, super. Okay, du stellst dich mal drauf und dein Fuß, der bleibt aber knapp über dem Boden und du ziehst einfach mal nur deine Hüfte, ups, höher als die andere Hüfte. Also ihr müsst bei den Dingern hier sehr mittig stehen. Bei der Fortbildung hatten wir so aus Kork. Die sind viel stabiler, die sind hier ganz schön weich. Also richtig schön hoch und ab. Okay, Bein wechseln. Und lösen. Nochmal Beinwechsel. Jetzt schiebt ihr euer Bein nach hinten, also überkreuzt nach hinten weg. Und ruhig danach wieder richtig schön fest in Stand kommen, weil die Dinger sind wirklich sehr weich, dass ihr wieder stabil in der Ausgangsposition steht. Okay, anderes Bein.
Noch einmal. Und lösen. So, Beine mal auch schön. Merkt man ordentlich, ne? So hier. Okay, nochmal drauf. Und Single Leg Stretch. Bein vorne und strecken. Anderes Bein. Lösen, einmal Beine kurz ausschütteln. Dann gehen wir nochmal rauf. Leg Circle. Richtig schön, kleine Kreise. Schön aus der Taille raus, aus der Hüfte. Hier in der Taille stabilisieren und dann aus der Hüfte rausdrehen. Jetzt habt ihr den Vorteil, probiert es mal, dass das eine Bein länger geht, also nach unten. Weil ihr bekommt jetzt, könnt ja tiefer gehen, als ihr steht. Genau, probiert es mal. Dass ihr beim Drehen tiefer seid, dann könnt ihr nämlich ein bisschen in die Knie gehen. Ne, Richtungswechsel. Und die Lösung. Anderes Bein. Andersherum. Und lösen. Nochmal Beine wechseln. So, wenn ihr jetzt drauf steht, dann geht ihr ein bisschen in die Knie, zieht immer das Bein ran, setzt das nach hinten weg. Bein ranziehen und weg. Wichtig ist, dass ihr hier fest bleibt, ne? Hier hinten. Hier richtig schön leichtes Hohlkreuz, dass ihr stabil steht. Und dann vor, zurück. Vor, zurück. Jawohl. Immer schön leicht in den Knien bleiben. Hier ist alles auf Anspannung. Und vorne immer die Ferse aufsetzen und hinten die Fußspitze. Jawohl. Anderes Bein. Erst wieder leicht tiefer gehen. Geht hier wirklich um die Stabilität in der Hüfte, die Kräftigung. Und lösen. Einmal ausschütteln. Und nochmal ein bisschen die Hüfte lockern. Einfach vor und zurück. Und rechts und links. Denkt dran, der Oberkörper ist fest. Über die Beine nach unten links und rechts schieben. Und nur die Hüfte kreisen.